Come here. Ja. Erste Schwadron angetreten. Danke, lassen Sie präsentieren. Präsentiert das. Hier. Zu zweit vortreten. Lieutenant James Hamilton. Lieutenant William Morgan. Captain Gary O'Hara. Lieutenant John Terry. Lieutenant. Captain Jerry Stewart. Lieutenant George Baker. Lieutenant William Sands. Sieh mal, Phil, der Lauf ist abgesägt. Bei mir auch. Die Dinger sind unbrauchbar. Captain. Man hat bei unseren Revolvern die Läufer abgesägt. Haltet ihr aus dem Norden so euer Wort? Ich habe Befehl, Sie in allen Ehren mit Ihren Waffen zu entlassen. Was wollen Sie? Mit den Revolvern kann man doch schießen. Meinen Sie? Schießen vielleicht, aber treffen ist reine Glückssache. Mein Lieber, um zu treffen, muss man erst mal zielen können. Kann ich es mal mit Ihrem versuchen? Was ist, haben Sie Angst? Hier. Vorwärts, Jungs, kommt her, antreten zum Essenempfang. Was soll das? Keine Sorge, Sie bekommen ihn gleich wieder. Schluss mit dem Unfug. Sie haben mir bewiesen, dass Sie schießen können, wenn ich auch finde, dass diese Angeberei überflüssig war. Ruhe!
Wir haben euch die Waffen gelassen, weil wir damit eure soldatische Tapferkeit anerkennen wollten. Die Revolver, die ihr zurückbekommen habt, sind nur ein Symbol für eure ehrenhafte Entlassung aus der Gefangenschaft. Wer seine Waffe in Empfang genommen hat, kann gehen. Lieutenant Sam McKinley. Lieutenant William Campbell. Das nennt er ehrenhaft. Robert Quinn. 190 und 200. Du hast uns den letzten Dollar abgeknapft. Du hättest ja versuchen können, woanders Pferde zu bekommen. Na, was ist? Bist du wirklich entschlossen, dich von mir zu trennen? Ja, Gary. Ich kann nach unserer Niederlage nicht nach Virginia zurückkehren. Mein Entschluss steht fest. Im Westen kommt es nicht darauf an, ob einer aus dem Süden oder Norden stammt. Nimm das Pferd. Es ist kräftiger. Du hast nur einen weiten Weg. Grüß Judy von mir und unser altes Virginia. Gern, Kleiner. Ach, hier, das ist der Schlüssel zu der Kassette mit meinen Ersparnissen. Steht sie, wo sie immer stand? Ja, unter dem Pendel der Uhr. Viel ist nicht drin, aber fürs Erste hilft es euch weiter. Danke, Phil. Und mach's gut, Kleiner. Du auch, großer Bruder. Und vergiss nicht, im Westen gibt es Land genug für einen neuen Anfang. Auch für dich und deine Frau. Ich werde es mir überlegen. Ach, und noch eins merkt ihr. Der letzte Ort auf dem Wege nach Westen heißt Yellowstone. Ich hinterlasse Nachricht in Fort Best, falls du nachkommst. Ich vergesse es bestimmt nicht. Alles Gute, Kleiner. Leb wohl, Gary. Wer ist da? Wer sind Sie? Judy. Gary. Gary! Phil hat gesagt, es gehört uns. Wir dürfen es ruhig nehmen. Ich bitte dich, Judy, sei tapfer. Es ist doch alles zwecklos, das hast du selbst zugegeben. Wir haben hier in Virginia kein Fortkommen. Sicher. Und ich habe gewusst, dass dieser Augenblick eines Tages kommen würde. Aber nicht so bald, Gary. Im Krieg, hat unser alter Chirurg immer gesagt. Wenn das Bein weg muss, dann so schnell wie möglich. Es tut weniger weh. Es würde gar nicht wehtun, wenn ich gleich mit könnte. Nein, Judy, das geht nicht. Warum denn nicht? Sei doch vernünftig. Zuerst muss ich Phil finden, mir eine Arbeit suchen und wissen, wo wir hausen können. Inzwischen verkaufst du das Haus hier und alles, was du nicht mitnehmen kannst. 3 Monate vergehen doch im Nu, dann kommst du mir nach. 3 Monate? Eine lange Zeit. Und wo finde ich dich dann? In Yellowstone. Es fährt eine Postkutsche dorthin. Ich werde dich erwarten. Im nächsten Frühjahr sehen wir uns wieder. Kopf hoch. Lächle mich an, Liebling. Bist du zufrieden? Jawohl, Mistress O'Hara. Viel ist es ja nicht. Aber du bist wenigstens nicht auf fremde Hilfe angewiesen. Du brauchst es bestimmt nötiger. Kommt gar nicht in Frage. Aber wenn du willst, können wir ja teilen. Einverstanden?
Einverstanden. Das ist für dich und dieser Dollar für mich. Aber Gary... Keine Widerrede. Wir wollten das Geld teilen und das ist hiermit geschehen. Dieser Dollar ist der Grundstock zu meiner ersten Million. Verlass dich drauf. Könnt ihr mir vielleicht sagen, wo man hier im Ort ein paar Dollar verdienen kann? Hier stinkt's, ich glaube, wir gehen lieber. Ja, verdammter Südstaatler. Hey, Sie, brauchen Sie eine Hilfe? Nein. Ich übernehme jede Arbeit. Ich will auch nicht viel verdienen. Ich brauche aber niemand. Entschuldigen Sie, eine Frage. Was willst du? Ich suche Arbeit. Ich möchte nur so viel verdienen, dass ich mir ein neues Pferd kaufen kann. Hier in Yellowstone brauchen wir keine Leute wie dich. Du kommst doch aus dem Süden. Spielt das eine Rolle? Der Krieg ist doch vorbei. Für uns schon. Aber für die aus dem Süden offenbar nicht. Hier treibt sich eine Bande von Marodeuren rum. In Uniformen der Südstaaten. Sie plündern und rauben, wo sie nur können. Ich weiß, du kannst nichts dafür, aber es ist besser, wenn du verschwindest. Sicher. Ich will auch weiter nach dem Westen, aber ich kann ja nicht zu Fuß gehen. Es wird doch hier im Ort irgendjemanden geben, bei dem ich mir ein paar Dollar verdienen kann. Versuch's mal bei McCrory. Dem gehört hier der halbe Ort. Der hat vielleicht was für dich. Wo kann ich ihn finden? Da drüben in dem großen Haus, wo das Schild ist. Danke. Wenn ich Glück habe, hole ich mir den Sattel später ab. Wenn nicht... Ich glaube, seine 50 Dollar wird er wohl wert sein. Einverstanden. Danke. Dieser verdammte Black Eye! Ausgerechnet mich will er erpressen, dieser elende Halunke. Was bildet er sich ein? Wie viel will er denn? Kein Geld. Er will, dass wir hier verschwinden. Er muss verrückt geworden sein. Warum hast du uns nicht gerufen? James und ich hätten einen kurzen Prozess mit ihm gemacht. Ich kann es mir nicht leisten, mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen. Jedenfalls muss etwas geschehen. Wir müssen den Sheriff verständigen. Black Eye ist nicht auf den Kopf gefallen. Er weiß genau, dass der Sheriff unterwegs ist und nicht vor heute Abend zurück ist. Deshalb will er mich bis spätestens 5 Uhr sprechen. Ich muss auf alle Fälle versuchen, Zeit zu gewinnen. Das eine sage ich dir. Wenn einer mich erpressen will, muss er früher aufstehen. Was willst du? Draußen ist ein Mann, der Sie sprechen will. Wer ist es? Scheint einer von den Strauchdieben aus dem Süden zu sein, die in letzter Zeit hier auftauchen und sich ein paar Dollar verdienen wollen. Ah, ich habe was anderes zu tun. Schick den Kerl zum Teufel.
Wir haben keine Arbeit. Mach, dass du weiterkommst. Ich muss aber mit Mr. McCrory persönlich sprechen. Der hat zu tun. Dann warte ich eben. Ich hab dir doch gesagt, du sollst verschwinden. Raus, du dreckiger Süßstöcker! Verrückt geworden? Was soll das heißen? Der Kerl wollte nicht abhauen. Er ist einfach über mich hergefallen. Müsst ihr mir deshalb mein Büro demolieren? Wenn ihr euch prügeln wollt, macht das gefälligst auf der Straße ab. Komm raus, wenn du keine Angst hast. Da kannst du was erleben. Sind Sie Mr. McCrory? Ja, was gibt es? Ich möchte mit Ihnen sprechen. Aber vorher habe ich noch etwas zu erledigen. Ich komme gleich wieder. Jetzt aber Schluss, Mister. Und ihr, weg mit dem Schießeisen. Sie haben Mut, das lässt sich nicht abstreiten. Aber eins würde mich interessieren, warum haben Sie nicht nach dem Revolver gegriffen? Mit dem hätte ich nicht viel anfangen können. Der Lauf ist ab. Ah, anscheinend haben sich die Truppen aus dem Norden diesen Scherz geleistet. Ja. Ich habe gehört, Sie suchen Arbeit. Ganz recht. Ich habe vielleicht etwas für Sie. Kommen Sie mit. An Mut fehlt es Ihnen nicht, das habe ich eben gesehen. Umso mehr scheint es Ihnen an Geld zu fehlen. Sie haben es erraten. Bei mir können Sie eine Menge Geld verdienen, wenn Sie wollen. Sie riskieren dabei allerdings Kopf und Kragen. Sprechen Sie ruhig weiter. Es gibt hier in der Gegend einen üblen Banditen. Sein Name ist Black Eye. Der Bursche ist sehr gefährlich. Es ist nicht ausgeschlossen, dass er der Anführer einer Bande ist, die das ganze Land terrorisiert. Black Eye versucht, mich zu erpressen. Das kann er mit mir nicht machen. Ich will ihn der Justiz übergeben. Warum wenden Sie sich nicht an den Sheriff? Glauben Sie, ich würde hier stehen und mit Ihnen reden, wenn der Sheriff hier wäre? Er ist nach Watson, um den Friedensrichter zu holen. Keiner kann sagen, wann er zurückkommt. Dann ist Black Eye schon über alle Berge. Und was soll ich tun? Den Burschen stellen, unschädlich machen und dem Sheriff übergeben. Was kann ich dabei verdienen? $500. Und wenn alles klappt, eine kleine Farm oben in den Bergen. Na, ist das ein Angebot? Sind Sie großzügig. Wir hier im Ort wissen alle, was es heißt, sich mit Black Eye anzulegen. Wer das wagt, hat eine Belohnung verdient. Okay, mir bleibt keine Wahl. Hier ist schon die Hälfte. Black Eye will heute Nachmittag in den Bell Star Saloon kommen. Wir treffen uns dort um 5 Uhr. Okay. Moment mal. Wie heißen Sie? O'Hara. Gary O'Hara. Was meinst du, was Black Eye tut, wenn O'Hara ihn auffordert, mit zum Sheriff zu kommen? Er wird bestimmt sofort zum Revolver greifen. Das glaube ich auch. Dann ist es doch eine Selbstverständlichkeit, dass wir dem jungen Mann den Rücken decken. Wenn Black Eye Anstalten macht, auf einen Unbewaffneten zu schießen? Brauchen wir mit einem Mörder keine Umstände zu machen. Genau das wollte ich auch sagen. Auf der kleinen Farm, die ich bekommen werde, bauen wir uns ein neues Leben auf. Heute Abend entscheidet sich alles.
Warte auf meinen Bescheid, bevor du abfährst. Es ist ein neues Opfer, das ich von dir verlange. Aber glaube mir, Judy, ich zähle genau wie du die Stunden, bis wir wieder zusammen sind. O'Hara. Black Eye ist da, komm mit. Ja, gut. Hey, Mister. Bitte sorgen Sie dafür, dass der Brief mit der Postkutsche mitgeht. Bedauere, Mr. O'Hara, aber die ist vor einer halben Stunde abgefahren. Die nächste geht erst wieder in einem Monat. Dann hat es keinen Zweck. Danke. Ich bin bereit. Kommen Sie. Da drüben. Der Mann, der in der Mitte an der Bar steht. Sie haben Glück, er dreht uns den Rücken zu. Den schnappe ich mir, bevor er was gemerkt hat. Sie dürfen auf keinen Fall einfach über ihn herfallen. Sie müssen ihm vorher sagen, er soll sich freiwillig dem Sheriff stellen. Aber so laut, dass es alle da drinnen hören. Aber dann hat er für meinen Geschmack zu viel Zeit, das Schießeisen zu ziehen. Keine Angst, O'Hara. Wir decken Sie, wenn es sein muss. Okay. Black Eye, bleib, wo du bist. Und nimm die Hände hoch. Ich habe den Auftrag, dich dem Sheriff zu übergeben. Bist du taub? Hoch mit den Händen! Du? Gary! Erledigt. Alle beide. Drüben im Salon muss irgendetwas passiert sein. Sie, Richter. Was war hier los? Gut, dass Sie wieder da sind, Sheriff. Wie ist das passiert? Es kam so, der junge Mann wollte Black Eye überreden, sich Ihnen freiwillig zu stellen. Aber Black griff sofort zum Revolver und knallte ihn nieder. Natürlich haben ich, James und meine Leute sofort eingegriffen. Leider zu spät. Das heißt also, Sie haben auf Black Eye geschossen. Selbstverständlich. Der andere war unbewaffnet. Das stimmt, Sheriff. Genauso ist es gewesen. Ich stand nur zu ungünstig. Sonst hätte ich ihn erledigt, diesen Halunken. McCrory ist vertrauenswürdig. Aber eins ist sicher. Er und die anderen haben auf Black Eye geschossen. Was ist Ihre Meinung, Richter? Was hier geschehen ist, ist rechtlich unanfechtbar. Die Männer haben auf Black Eye nur geschossen, weil er auf einen Unbewaffneten feuerte. Ihr seid alle Zeugen. Ja, sicher, wir haben es ja genau gesehen. Der McBly wollte ihn ja umlegen. Dann hat er keine Waffe. Wenn die Dinge so liegen... Also gut, die Sache ist erledigt. Kümmert euch um die Leichen. McCrory, Sie kommen nachher in mein Büro, um das Protokoll zu unterschreiben. Selbstverständlich. Gehen wir, Richter. Lass die Leichen wegbringen.
Was ist denn, Leute? Wollt ihr euch den Abend durch so eine kleine Knallerei verderben lassen? Vorwärts, Mike! Hau in die Tasten! Leer. Er hat nichts in den Taschen. Spielt keine Rolle mehr, James. Sorg dafür, dass sie begraben werden. Hübsche Beschäftigung am frühen Abend. Hey, sieh mal, James, der Lauf von dem Revolver ist abgesägt. Lass ihm das Ding. Du weißt doch, wie stolz die Südstaatler darauf waren, dass man ihnen ihre Waffen gelassen hat. Seht mal, da kommen so ein paar Auswanderer aus dem Süden an. Großartig, die kommen uns ja wie gerufen. Trag die Leichen auf die Straße. Was soll das heißen? Was willst du? Kommt her, Jungs. Nehmt die beiden ein Stückchen mit, sind Landsleute von euch. So, und jetzt ab durch die Mitte. Die armen Burschen. Jetzt haben wir endlich Frieden, aber sie mussten trotzdem dran glauben. Er lebt noch. Allmächtiger Himmel. Ein Wunder hat ihm das Leben gerettet. Sieh mal hier. Der Dollar hat die Kugel abgebremst. Wir müssen ihn sofort zurückbringen. Bist du verrückt? Damit ihn die Lumpen in Yellowstone endgültig umbringen? Nein, wir nehmen ihn mit in den Westen. Vielleicht bleibt er am Leben. Fass an! Unsere Einnahmen. Ganz zufrieden sein. War das beste Geschäft deines Lebens, bei mir einzusteigen. Guten Tag, die Herren. Mein lieber Donaldson, ich bedauere außerordentlich. Ich kann leider nichts mehr für euch tun. Ich verstehe. Die Bank will nicht länger warten. So ist es. Das bedeutet, dass wir Farmer unser Land verkaufen müssen, um unsere Schulden zu bezahlen. Da sich natürlich niemand findet, der es uns abkauft, würden Sie entgegenkommenderweise bereit sein, es für einen Pappenstiel zu übernehmen? Ich wüsste keine andere Lösung. Natürlich, das ist klar. Die Banditen treiben uns die Herden weg und plündern unsere Ernten, aber die Bank ist leider nicht imstande, länger zu warten. Oh, auf einen oder zwei Tage soll es uns nicht ankommen. Aber dann ist Schluss. In Ordnung. In ein paar Tagen zahlen wir Ihnen das Darlehen bis zum letzten Cent zurück. Nehmen Sie es mir nicht übel, wenn ich daran zweifle. Sie können allenfalls noch das Viehfutter und das Saatgetreide verkaufen. Na, sehen Sie. Und das werde ich auch tun. Aber die anderen, deren Farmen nicht so groß sind wie Ihre. Wir werden auch zahlen, McCrory. Diesmal haben Sie Pech. Unser Land bekommen Sie nicht für ein paar lumpige Dollar. Sie haben das Spiel verloren. Jemand wird uns helfen. Wer denn? Schwätzer. Warten Sie es nur ab, McCrory. Sie kriegen Ihr lausiges Geld zurück, ob Sie es glauben oder nicht. Auf bald. James? Sieh zu, dass du so schnell wie möglich Brad auftreibst. Sag ihm, er soll mit allen unseren Leuten zu der C-Ranch kommen. Vorwärts. Pete? Ich habe eine kleine Aufgabe für dich. Na, was ist?
Wir sind gerade dabei, ihn zu überreden. Na los, wird's bald? Rede endlich! Na, was ist? Wollen wir es noch mal probieren? Hört auf! Hört auf! Ich will alles sagen. Dein Glück. Was hat dein Freund Donaldson vor? Er hat einen Bekannten. Einen Bankier in Wisconsin. Der will nämlich dir eine Filiale aufmachen. Er will mit dem Gold, das er herschaffen lässt, unsere sämtlichen Schulden bezahlen. Mehr weiß ich wirklich nicht. Das schwöre ich euch. Ihr müsst mir glauben. Mir genügt es. Sorgt dafür, dass er den Mund hält. Na? Brad. Der Chef kommt. Die Männer sind bereit. Alle in Südstaatenuniform. Wo soll es diesmal hingehen? Zur Farm von Donaldson. Sollen wir vorgehen wie gewöhnlich? Ein bisschen nachdrücklicher. Unser Freund Donaldson ist fällig. Das wird aber nicht so einfach sein. Wie sollen wir an ihn rankommen, wenn er sich im Haus verbarrikadiert? Steckt die Scheunen in Brand und zieht euch zurück. Wenn er und seine Leute aus dem Haus kommen, genügen 2 oder 3 fixe Burschen und der Fall ist erledigt. Kapiert? Okay, Chef. Du kannst dich auf uns verlassen. Macht euch fertig, Jungs! Wiedersehen, Chef. Die Südstaatler, sie kommen auf die Farm zu. Die Südstaatler kommen, sie sind gleich da. Schnell, zu den Waffen. Die Südstaatler. Komm, schnell, weg hier. Schnell.
Los, ihr drei, zieht die Uniformen aus. Jetzt geht's Donaldson an den Kragen. Aber passt auf, dass ihr ihn auch erwischt. Keine Sorge, der wird schon erledigt. Bei Sonnenuntergang sind wir wieder auf der Ranch. Weiter! Hier! Jetzt aber Vorsicht, sonst verkriechen Sie sich wieder im Haus. Kennt einer von euch eigentlich diesen Donaldson? Nie gesehen. Was nun? Ganz einfach, wir knöpfen uns den vor, der das Kommando führt. Was ist denn hier los gewesen? Habt ihr mit Streichhölzern gespielt? Dumme Frage. Marodierende Südstaatler haben uns überfallen. Und wer seid ihr? Ach, wir sind nur auf der Durchreise. Ich habe gefragt, wer ihr seid. Nur nicht aufregen. Bist du vielleicht der Chef auf dieser Farm? Nein. Ich bin hier der Chef. So, das freut mich. Wir müssen dir nämlich etwas sagen. Ich höre. Raus damit. Also? Pass mal auf. Sie haben mir das Leben gerettet. Wie soll ich Ihnen danken? Geben Sie mir was zu trinken. Gern. Kommen Sie mit in mein Haus, Mister. Da kommt der Sheriff mit seinen Leuten. Sagen Sie ihm, Sie hätten die drei Banditen erledigt. Sie brauchen sich wegen dieser Sache nicht vor dem Sheriff zu verstecken. Sie haben einwandfreie Notwehr gehandelt. Ich möchte aber lieber nicht in Erscheinung treten. Mit einem blauen Auge davongekommen, Donaldson. Ich freue mich darüber. Und was gedenken Sie zu tun, Sheriff? Ich kann überhaupt nichts tun. Sie wissen doch selbst, am Flussufer muss ich wie immer Halt machen. Auf der anderen Seite hören meine Befugnisse auf. Vielleicht sind die Halunken in der Nähe geblieben, weil sie auf die drei hier warten. Das ist meine einzige Hoffnung. Wenn ich sie erwische, dann können sie sich gratulieren. Los, aufsitzen. Mr. Donaldson, das Getreide ist total verbrannt und das Viehfutter ist auch hin. Dieses verdammte Gesindel. Wenn wenigstens Black Eye noch am Leben wäre. Wieso? Haben Sie ihn gekannt? Sicher, ich habe ihn ja damals überredet, hier zu bleiben. Er war ein prachtvoller Bursche. Wenn der auftauchte, hatten die Banditen nichts mehr zu lachen. Ich habe gehört, er ist selbst ein Bandit gewesen. Ein Bandit, sagen Sie? Unsinn. Wo haben Sie denn diese Weisheit her? Black Eye war der einzige Verbündete, den wir Farmer hatten. Das ist er hier. Ja, er war mein Bruder. Was Sie mir da erzählt haben, ist die unglaublichste Geschichte, die ich je gehört habe. Ist doch klar, dass hinter allem McCrory steckt. Die Banditen arbeiten doch bestimmt in seinem Auftrag. Nur er hat ein Interesse an ihrem Tod. Offenbar hat er meinen Bruder Verdacht geschöpft. Jetzt, wo Sie das sagen, fällt mir etwas ein. Ihr Bruder hat mich am Tage, bevor er starb, noch kurz aufgesucht. Er war richtig aufgekratzt und sagte mir, er habe endlich etwas gefunden, wodurch er allen unseren Schwierigkeiten ein Ende machen könne. Was denn? Tja, das werden wir wohl nie erfahren.
Bevor er ging, sagte er nur, dass er jetzt eine Waffe besäße, die noch wirkungsvoller als sein Revolver wäre. Kurz danach ist er tot gewesen. Ein Brief vielleicht. Ein Dokument. Ja, natürlich, das muss es gewesen sein. Er muss den Beweis gehabt haben, dass die Banditen im Auftrag von McCrory arbeiten. Gut, das mag sein, aber warum hat er es dann nicht ausgenutzt? Weil er getötet wurde, bevor er dazu gekommen ist. Wo hat mein Bruder gewohnt? Oben, in den Bergen, auf einer verlassenen Ranch, die halb verfallen ist. Sehr interessant. Danke, Donaldson. Die Auskunft ist unbezahlbar. Was denn? Glauben Sie etwa, dass Ihr Bruder das Dokument dort versteckt hat? Eine andere Möglichkeit gibt es kaum. Ich muss unbedingt dorthin. Ach, noch was. Wann kommt die nächste Postkutsche aus dem Süden? Frühestens in 4 oder 5 Tagen. Gut, dann habe ich ja noch etwas Zeit. Moment, wollen Sie mir nicht sagen, was Sie vorhaben? Ich reite zu der Ranch und hole mir den Beweis. Wo steckt dieses Rindvieh denn? Er schläft. Sag mal, nennst du sowas Wache halten? Aufstehen! Jetzt fahrt nach los, beweg dich! Danke, amigo.
Da hätten wir Nummer 6. Der 7. wird sicher auch bei der Schein. Ist er der Chef bei euch? Ja, unser Anführer. Na fein. Wir werden auf ihn warten. Ab mit dir. Denn hier los? Tritt ruhig näher. Na, mach schon. Was willst du eigentlich? Wer sagt dir, dass ich überhaupt etwas will? Sonst hättest du die bestimmt nicht am Leben gelassen. Richtig geraten. Hinter mir läuft ein Steckbrief aus Wisconsin her. Wegen eines Kassierers, der ein bisschen schwer hörte. Ich habe das Gefühl, mit euch kann man zusammenarbeiten. Das ist gewissermaßen meine Visitenkarte. Und hier habt ihr den Beweis meiner Aufrichtigkeit. Macht die anderen los. Wenn du mich behältst, hast du von nun an jemanden, der dir den Rücken deckt, wenn du dich mal umdrehst. Ein Fünftel der Einnahmen. Und meine Anordnungen werden ohne Widerrede befolgt. Abgemacht. Ein Fünftel steht schon mir zu. Es stand dir zu. Aber du hast dich einfangen lassen wie ein dummes Huhn. Daran war dieser verdammte Idiot schuld. Er stand hinter dem Fenster und konnte ihn mindestens 3-mal abknallen. Warum hast du nicht geschossen? Weil ich dich nicht treffen wollte. Nein. Du hattest einfach Angst. Du bist weggelaufen wie ein Hase, du dreckiger Südstaatler. Schluss jetzt! Bist du auch aus dem Süden, wie der da? Ja, aber so wie der bin ich nicht. Mich beleidigt man nicht, ungestraft. Geh weg, du schaffst es ja doch nicht, jetzt versuch ich's mal. Gar nicht so übel. Fabelhaft! Ja, du kannst mit dem Messer umgehen jetzt. Lass mich mal. Oh, bravo, Brett. Hätte ich dir gar nicht zugetraut. Captain O'Hara. Ich wäre gestern in der Lage gewesen, Sie abzuknallen. Ich habe es nicht getan, weil ich Sie wiedererkannt habe, Captain. Ich bin auch aus Richmond. Es ist lange aus, Captain O'Hara. Es wäre mir allerdings sehr peinlich, wenn du es den anderen erzählt hättest. Ich kann sehr gut den Mund halten, wenn es nötig ist. Aber wie konnte ein O'Hara-Bandit werden? Und du? Du bist es doch auch geworden. Das bin ich. Wie viele andere. Ich bin in Kriegsgefangenschaft gewesen. Ein Deserteur hat mir zur Flucht verholfen. Alles andere kam von selbst. Mit diesem Krieg haben wir auch die Ehre verloren. Du irrst dich. Niemand kann uns die Ehre nehmen. Wir können sie nur durch uns selbst verlieren. Vielleicht. Aber warum hast du dich dann an Brett verkauft? Darf ich fragen, was ihr da macht? Wir unterhalten uns.
Ist es etwa verboten? Was habe ich dir gesagt, Breit? Ich traue den beiden nicht. Beide sind Südstaatler. Überleg dir, was du sagst. Streitet euch nicht. Geht raus. Der Chef muss gleich kommen. Der Chef? Ich dachte, der bist du. Ich gebe nur seine Befehle weiter. Und jetzt hört euch raus. Hallo, Chef. Das hier ist der Neue. Haben wir uns nicht schon mal irgendwo gesehen? Möglich. Hoffentlich stellt er sich nicht so blöde an wie eure drei Kumpane. Nicht zu fassen, anstatt Donaldson zu erledigen, beißen sie selbst ins Gras. Der Alte ist eine harte Nuss, Chef. Der weiß sich seiner Haut zu wehren. Reden wir nicht mehr davon. Hört zu, Jungs. Ich habe eine ganz große Sache für euch. Gold. Gold, sagst du? Ja, in Barren. Ein Freund von Donaldson eröffnet eine neue Bank in Yellowstone. Ich habe erfahren, dass der Transport bereits unterwegs ist. Der Sheriff von Fort Best wird ihn die erste Hälfte der Strecke begleiten. Er verlässt ihn, sobald er den Sperberpass erreicht. Genau dort werdet ihr ihn angreifen. Sollen wir die Uniformen anziehen? Das ist in diesem Fall nicht wichtig. Wer tot ist, kann nicht mehr reden. Und jetzt an die Arbeit. Juhu! Hör auf, diese verdammte Melodie zu spielen, du Ratte. Spiel den Yankee Doodle. Ich spiele, was mir gefällt. Kannst du nicht hören? Spiel den Yankee Doodle. Schade, das war der letzte. Das hast du mit Absicht gemacht. Da irrst du dich gewaltig, mein Freund. Ich bin nämlich ohne Whisky wie ein Fisch auf dem Trockenen. Hier ist Geld, ich mache den Schaden wieder gut. Von wo habt ihr euren Whisky? Aus einer Kneipe an der Straße. Ich werde sie schon finden. Nein, du holst ihn nicht. Bezahlen kannst du ihn ruhig. Aber den Weg nimmt dir ein anderer ab. Was ist los? Traust du mir etwa nicht? Davon habe ich nichts gesagt. Ich will dir nur die Mühe ersparen. Hugo. We always send him. But you gotta let me pay. Hey! Hey, Johnny. Ich muss dir was sagen. Ich weiß, dass ich mich damit zum zweiten Mal in deine Hand gebe. Ich bin kein Bandit, Johnny. Das habe ich auch nie geglaubt, Captain. Donaldson ist mein Freund. Reit zu ihm und erzähl ihm alles. Ich bin kein Verräter. Du musst es tun. Ich kann es einfach nicht glauben, dass du mit diesen Mördern gemeinsame Sache machst. Sei ruhig. Lass mich in Ruhe. Du wirst es tun. Na, ihr beiden? Was ist los? Krach in der Familie? Wir waren uns nur nicht über die Whisky-Sorte einig. Ich mag nur den aus Virginia. Hast du verstanden? Also gut. Thank you.
Wartet hier auf mich. Hallo, Donners. Von uns aus kann's losgehen. Sheriff, wir müssen unbedingt unsere Pläne ändern. Die Banditen wollen den Goldtransport oben am Sperberpass überfallen. Was sagen Sie? Woher wissen Sie das? Unwichtig. Hauptsache, wir kriegen die Halunken. Und was schlagen Sie vor? Ich und meine Leute reiten mit ihnen los. Aber wir nehmen die untere Straße. Sobald wir das Gold in Sicherheit gebracht haben, machen Sie kehrt und reiten zum Sperberpass. Auf seiner Höhe warten die Banditen auf den Transport. Dann haben Sie endlich Gelegenheit, mit ihnen abzurechnen. Was sagen Sie dazu? Ja. Ja. Ich glaube, das dürfte eine fabelhafte Idee sein. Kommt. Da habe ich jetzt hier die Poststation und du bist noch nie 3 Tage zu früh angekommen. Ich habe schon 8 Töchter. Wenn meine Frau einen Jungen kriegt, möchte ich gern dabei sein. Das kann ich gut verstehen. Na, dann wollen wir mal sehen, wen er mitgebracht hat. Oh, willkommen, Madam. Gibt es hier ein Hotel? Sicher, da drüben, Madam. Das Bell Star. Ich habe ein paar Koffer auf dem Wagen. Bitte kümmern Sie sich darum. Ja, natürlich gern, Madam. Wird gemacht. Sehr hübsch, die Kleine. Wenn die in meinem Salon wäre, könnten wir den Umsatz ohne weiteres verdoppeln. So hübsch und so allein. Was mag sie in dem gottverlassenen Nest wollen? Auf alle Fälle etwas merkwürdig. Erkundige dich mal, was da los ist. Sie interessiert mich. Kennen Sie einen Mr. O'Hara? Gary O'Hara. Darf ich fragen, wer Sie sind? Ich bin seine Frau. Sie meinen doch den, den mit dem Vollbart. Ja, stimmt, genau. Ja, offen gestanden. Sie sind O'Haras Frau? Ja. Freut mich sehr, Sie kennenzulernen. Kommen Sie, ich begleite Sie. Danke. Darf ich bitten? Treten Sie ein, Madam. Sieh dir das an. Wo hat Pete denn die aufgetan? Würden Sie sich bitte hier rauf bemühen? Ah, endlich mal ein neues Gesicht. So, dass ihr Männer immer auf was Neues fliegt. Hallo, Schätzchen, komm her, ich spendiere dir einen Whisky. Entschuldigt. Kommen Sie. Und jetzt nach rechts, bitte. Oh, bravo, Pete. Das übertrifft alle meine Erwartungen. Moment, Mac. Die junge Dame ist die Frau von Gary O'Hara. Von Gary O'Hara? Ach. Bitte treten Sie doch näher. Danke. Nehmen Sie Platz. Sie haben eine lange Fahrt hinter sich. Ja, ich komme aus Virginia. Was wollen Sie in Yellowstone, Mrs. O'Hara? Wissen Sie denn nicht, dass... Was ist los? Ich bin hier, weil Gary und ich uns hier treffen wollen. Ihr Mann ist ein feiner Kerl gewesen. Wir alle haben ihn geschätzt. Ist der... Soll das heißen, dass... Sie müssen tapfer sein. Ihr Mann wurde nämlich... Wo ist er? Was ist mit meinem Mann? Reden Sie schon. Er ist tot. Was sagen Sie? Nein. Ich glaube es einfach nicht. Ich glaube es einfach nicht. Wie war das nur möglich? Gary!
Harry ist im Kampf für das Gesetz gefallen. Ein Bandit, ein gewisser Black Eye. Er ist erschossen worden. Ja, unten im Saloon. Während einer Auseinandersetzung. Auf hinterhältige Art und Weise. Der ganze Ort hat ihn betrauert. Und wo... Und wo liegt er begraben? Offen gestanden... Pete. Weißt du etwas darüber? Nein. Ruf doch mal James. Ich verstehe das nicht. Sie behaupten, alle hätten ihn betrauert und jetzt wissen Sie nicht mal, wo man ihn begraben hat. Bitte, ist Gary wirklich tot? Leider, darüber besteht kein Zweifel. Sie sind nicht ehrlich. Sie verheimlichen mir irgendetwas. Ich muss die Wahrheit erfahren. Ich habe ein Recht, sie zu erfahren. Bitte beruhigen Sie sich, Mrs. O'Hara. Ja, Chef. Ah, James. Soweit ich mich erinnere, hast du dich damals um Garys Begräbnis gekümmert. Ja, das stimmt. Die Dame möchte gerne wissen, wo sich das Grab ihres Mannes befindet. Du wirst sie hinbringen, James. Du weißt ja Bescheid. Jawohl. Bitte, Madam. Wir werden die junge, hübsche Witwe schon trösten. Vorwärts, lauf! Nanu, was ist denn mit euch los? Dieser verdammte Schweinehund ist doch geradewegs zu Donaldson geritten. Hier geblieben! Wo willst du denn hin? Er hat ihn nämlich weggeschickt. Die beiden stecken unter einer Decke. Nein. Er hat nichts damit zu tun. Das Ganze war meine Idee. Na du, was hast du dazu zu sagen? Denk doch mal in Ruhe nach. Wenn ich euch hätte erledigen wollen, hätte ich es gleich das erste Mal tun können. Ich habe euch völlig in meiner Hand. Wenn du wirklich zu uns gehörst, beweise es. Ich überlasse dir die Ehre, diesen gemeinen Verräter abzuknallen. Ich bin nicht so wie du. Ich schieße nicht auf einen, der keine Waffe hat. Das ist nicht meine Art. Gebt ihm ein Gewehr. Dann soll er haben, was er verdient. Einverstanden. Los, Bulle. Hol zwei Gewehre. Du bist ein armer Idiot. Du dagegen nicht. Du weißt genau, was du willst. Und jetzt möchte ich von dir hören, was du vorhast. Los, Bulle!
Und jetzt rede. Ich warte. Wird's bald. Lass mich mal ran. Zum letzten Mal. Wirst du jetzt reden? Du sollst reden! Vorläufig ist Schluss. Er ist ohnmächtig. Ach was, warum machen wir ihn nicht fertig? Erst wenn er ausgepackt hat. Bindet ihn da drüben ans Gatter. Damit er ein bisschen nachdenken kann. Wenn wir zurückkommen, dann wird er so mürbe sein, dass er uns mit Vergnügen alles erzählt. Du wirst hierbleiben. Lass den Halunken nicht aus den Augen. Und jetzt geht's los, Jungs. Wir schnappen uns das Gold. Macht euch fertig. Bitte, ist es noch weit? Nur noch ein paar Minuten. Hier! Hilf! Du, Brett. Sieh mal, wer da kommt. Wer ist das? Die Dame ist ein Ehrengast. Unter dem besonderen Schutz von McCrory. Ja! Halt! Lass sie in Ruhe. Sie gehört dem Chef. Bring sie ins Haus und fessele sie, damit sie keine Dummheiten machen kann. Keine Sorge, Brett, das mache ich, das Täubchen zähme ich. Na los, Kleine! Überleg nicht lange, na los, komm! Oh, ne. Nein! Hilfe! Los! Lassen Sie mich los! Oh, das macht keine Schwierigkeiten! Sie soll mich loslassen! Wirst du wohl gehen? Nein! Nein! Judy! Judy! Da kommt mein Kollege aus Fort West. Er ist pünktlich auf die Minute. Großartig, jetzt übernehmen wir den Transport. Wenn wir die Ladung erst heil in Yellowstone haben, sind wir alle unsere Sorgen los.
mal zu, Leute. Ich glaube, jetzt können wir einen Schluck trinken. Wir haben ihn redlich verdient. Keine schlechte Idee, Donaldson. Heute ist ein großer Tag, Sheriff. Das müssen wir begießen. Hier, nehmen Sie. Wohl bekomm's. Ich glaube, McCrory wird zufrieden sein. Hallo, Tom. Bring den Wagen zum Sperberpass. Da wartet Brad mit seinen Leuten. So, Jungs. Jetzt können wir in Ruhe einen trinken. Donaldson zahlt die Runde. So, jetzt bist du wieder frei. Ist doch nett von mir. Doch keine Angst zu haben. Ich tue dir doch gar nichts. Nein, lass mich los, du Scheusal! Judy. Gary. Wollen wir nicht endlich weg von hier? Die Banditen können jeden Augenblick zurückkommen. Du hast doch schon alles durchsucht und nichts gefunden. Wenn Phil wirklich ein Beweisstück besessen hat, dann muss es hier irgendwo versteckt sein. Aber das ist doch jetzt nicht mehr wichtig. Du weißt ja, wie die Dinge liegen. Nein, der Sheriff wird den Worten eines Südstaatlers niemals glauben, wenn der einflussreichste Bürger von Yellowstone das Gegenteil behauptet. Gary, die Banditen, da kommen sie. Schnell. Komm. Fahr zum Sheriff und sag ihm, dass er sofort herkommen soll. Und du? Ich versuche, sie aufzuhalten. Los, steig ein. Fahr da lang, da sieht man dich nicht. Fahr zu schnell.
Seht doch mal nach, ob unser Freund inzwischen gesprächiger geworden ist. Ja, gut. In Ordnung, Breit. Willst du was? Oder sollen wir dich noch ein bisschen schmoren lassen? Aber erst reden. Das wirst du mir büßen. Ja! Und was ist aus Ihrem Mann geworden? Er wollte versuchen, die Banditen möglichst lange aufzuhalten. Sheriff, warum beeilen Sie sich nicht? Sein Leben ist in größter Gefahr. Keine Sorge, Madame, keine Sorge. Nach allem, was Sie mir berichtet haben, werde ich keine Zeit verlieren. Sheriff! Entschuldigen Sie mich bitte. Was ist los? McCrory ist auf dem Weg zur Ranch. Schweinerei! Wir müssen ihn unbedingt verständigen. Jack, du bringst die Frau in das Haus von McCrory. Wartet dort auf Nachricht. Ihr drei kommt mit mir. Der Sheriff gehört auch zu der Bande. Judy. Was ist los? Eine Schießerei. Sehen Sie sich das an. Ich,
Ich bin dir durch ein Wunder entkommen. Wer ist das gewesen? Der Sheriff. Er hat alle umgebracht und holt sich jetzt das Gold. Dieser Hund glaubt, er kann mich reinlegen. Na, der wird sich wundern. Oh, ja. Tot. Die anderen da drüben auch. Und der Südstaatler? Spurlos verschwunden. Verschwunden. Und das Gold? Passt auf. Wenn O'Hara auftaucht, knallt ihn sofort ab. Das Gold ist noch da. Das hat der Kerl zum Glück nicht angerührt. Ja, ich. Der Südstaatler hat mich rechtzeitig gewarnt. Du bist ein elender Stümper. Wir hätten das Gold miteinander geteilt. Jetzt gehört es mir allein. Der Südstaatler hat uns aufeinander gehetzt. Weißt du, wer er ist? Er heißt... Wie denn? Wo willst du hin? Halt ihn auf, James! Schnell, wir müssen ihm nach! Zu den Pferden! Wo ist Judy? Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Ich schwöre es dir. Ah!
Stellt überall Posten auf. Sie sollen auf jeden schießen, der sich nähert. Now what? Bei dir drin sitzt die Witwe von O'Hara. Wie kommt die hierher? Der Sheriff hat sie hergeschickt. Der Sheriff? Hey, mal herhören. Du beziehst da Posten und du da hinten. Wer hat dir zur Flucht verholfen? Dieser verdammte Südstaatler, nicht wahr? Ja, und er wird euch alle umbringen. Ah, so sieht die Sache aus. Meine Leute werden es ihm schon besorgen. Sprich, oder ist es aus mit dir? Wo ist sie? Im Haus von McCoy. Hier bin ich! Komm mit! Er wird sich hüten, auf dich zu schießen. Los! Steig auf den Wagen! Mach schon! Vorsicht, Gary! Lassen Sie mich los! Sie sollen mich loslassen! Kein Mucks. Sonst musst du dran glauben. Bleib stehen! Sonst bringe ich Sie um! Weg mit dem Schießeisen! Nein, zu mir hin. Den anderen Revolver auch. Jetzt komm näher. Erkennst du mich wieder? O'Hara. Ja, das hast du nicht erwartet. Dieser Dollar hat mir das Leben gerettet. Er war ein Geschenk von Black Eye, meinem Bruder! Eine Kugel übrig.
Und auf diese Entfernung verfehle ich dich nicht. Gary! Gary! Überlass ihn uns. Wir Bürger von Yellowstone werden mit ihm abrechnen. Nobody knows the story of a man that goes on like he, town to town. He cries when people smile, he smiles when people cry. A fascinating woman lied to him. She talks about a night without a moon. He doesn't care, doesn't read it. Maybe his heart is dead, maybe his life is sad. Maybe at the end of story, I'm that man. Thank you.